Was geht ab, Leute? Nerdelet Games hier. Willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Solange ich nach oben und vorwärts gehe, komme ich sicher irgendwann an. Ja, genau. Können wir uns irgendwie anschleichen? Nö. Ja, da war die Kombo. Cool. Sehr stark. Gut, dass ich das geskillt habe. Das ist hier irgendwie vereist, aber kann ich nicht abschießen. Oben ist eine Kiste. Gut. Boah, alter Schwede, ey. Geil, wenn ich so kämpfe, macht es vielleicht doch Sinn mit dem Ausweichen. Ja, der ist definitiv flinker, aber fühlt sich irgendwie schwerfälliger an als Kratos. Kann ich nicht beschreiben, ganz komisch. Ja, aber hier. Da ist vielleicht so ein Ding, aber das sehe ich leider nicht von hier aus. Ist auch was? Vielleicht soll es auch einfach nur den Weg versperren. Let's go. Ach, guck mal an. Ach Gott, warte mal. Oh, komm ich zurück? Ja. Ja, das ist natürlich... Kann nicht wirklich um die Ecke schießen, ne? Schade. Oder kann ich von hier? Nee, das wäre natürlich... Blockiert. Ich muss zuerst das Schallteil zerstören. Ja, ach. Ich weiß nicht, wo ich mich positioniere dafür. Also, ich brauche nur einen anderen Winkel zum Klingstein. Ja, ach. Ach, ach, was denn ich sag's. Okay, auch keine Ahnung. Ich glaube, dann muss ich mich da oben nochmal hinstellen. Hier ungefähr. Oh, das ist aber weit weg. Ich sehe es gar nicht richtig von hier aus. Ach, guck mal da. Ja, ohne Scheiß, ich sehe es wirklich nicht. Da muss es ein anderer Winkel sein. Oh, hier liegt ja noch was. Ach, ist bestimmt das Ding, was von oben runtergefallen ist. Okay. Ah, das kann ich gar nicht von da treffen. Kann ich hier irgendwie durchballern? Also... Keine Ahnung. Muss ja irgendwie schräg von rechts treffen können, aber wie? Oder reicht das, wenn ich mich hier hinstelle und dann einfach... Ne, dann treffe ich die Dinger. Ach, da! Scheiße, habe ich gar nicht gesehen. Irgendwie treffe ich das Teil auch nicht, warum auch immer. Jetzt. Ja, meistens ist es einfacher, als man denkt. Ich hab die Kombo abgefuckt, egal. Mann, wenn Vater mich jetzt sehen könnte, er würde durchdrehen. Natürlich würde er das. Ich müsste nichts verbergen, wenn er mir vertrauen würde. Wie kann ich dir vertrauen, wenn du lügst? Stimmt, gutes Argument. Ich glaube... Ja. Ohne die Truhe gehe ich nicht weiter.
Okay. Geht nur von hier. Jump. Ha! Vogel. Und ein Nest. Wenn du auf mich gehört hättest, kann ich nicht dasselbe sagen. Was meinst du, von wem ich das habe? Also wenn das nicht mal eine Combo war, dann weiß ich auch nicht. Geil. Na sicher. Das hat viel Bedrohung aufgebaut. Ja, nice. Ich muss weiter hoch. Was würde Mutter tun? Warum vertraust du ihr nicht? Warum erzählst du mir nichts? Weil das die Welt in Chaos stürzen würde. Wie immer. Okay, hier geht's weiter hoch. Ah, das sind noch Gegner, das ist super. Oh, die explodieren, ja. Okay. Aha. Das ist immer was. Ich liebe das. In jedem Spiel, The Last of Us, egal wo, gucke ich jede Ecke nach und da liegt nie was. Und hier gehe ich in jede Ecke und backtrack und was nicht alles und finde immer was Geiles. Richtig gut. Hä? Kommt denn der Hirsch her? Falls es einer war. Weg ist er. Oh, fuck. Vielleicht schneller reagieren müssen. Der ist tot. Fuck. Irgendwas stimmt hier nicht. Boah. Geiler Flip zur Klippe. Ja, oh, das ist der eingefrorene Blitz. Wir sind fast da. Ich bin wohl auf dem richtigen Weg. Sindri taucht sowieso gleich irgendwo wieder auf. Darf dir nicht zu nahe kommen, die explodieren nämlich immer so schön. Na, wir wollen Tänzchen machen. Du! Oh, der ist ein bisschen stärker. Oh, der hat ja ein Schild, der Drecksack. Haha. Bye bye. Das hat den sogar nicht gekillt. Ja, klar. Sehr schön. Bringt gar nichts.
Boah, gut ausgewichen. Ich fucke mal die Combo ab. Macht nichts. Hier muss irgendwas liegen. Da ist eine Kiste zwischen. Schön. Gute Ressourcen finden wir hier. Viele gute Ressourcen. Sind wir eine Etage über? Ja, hab ich mir schon gedacht, weil hier die Kiste ist. Ah, war natürlich noch einer. Nee, bringt nichts. Mach ich nicht mehr. Richtig? Ja, ich kann das. Freya dürfte nicht mehr weit sein. Ich muss nur diese große. Gott, das ist ein Riesenfehler, ey. Warum ist die überhaupt hier? Hallo da unten. Hey, bist du zur Vernunft gekommen? Ja, ich meine, ich überlege es mir nicht anders. Genau, wirf ihn ab. Du hast doch Zweifel. Hihihi. Hey. Hast du die nie? Besser als etwas zu bereuen. Ich weiß nicht, ob ich dir da zustimme. Aber bitte, mach weiter. Die Reue ist vielleicht auch nicht weit. Wie er ihn einfach machen lässt, ne? Man will auch machen, ne? Ja, das ist die Tür. Na dann? Denk nur dran zu schreien, wenn sie dir ans Leder geht. Danke, jetzt fühle ich mich viel besser. Hey, Freya. Wie, kann ich eine alte Freundin nicht besuchen? Ist doch nichts dabei, oder? Boah, ja, also sie hat nur versucht, Kratos umzubringen, nicht ihn. Ist das nicht? Ja, das sollte ich wohl nicht erwähnen. Wie bitte, Freya? Warum ich das um den Hals trage? Die Pfeilspitze, an der dein Sohn starb? Eine Trophäe. Gute Frage. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Jetzt hat er selber realisiert. Wird schon schief gehen. Uff. Freya. Ja, war klar. Bist du bei Sindri geblieben? Sie wusste, dass der hier war. Halt! Stopp! Dein Vater. Wo ist er? Nicht hier. Schickt er dich? Nein. Er weiß es nicht. Bleib lieber weg. Er nahm mir den Sohn. Wieso glaubst du, ich tue nicht dasselbe? Weil du besser bist. Oh, sie hat's gesehen. Wettest du dein Leben darauf? Du denkst, du kennst mich? Du hast mich noch nicht getötet. Während du überlegst, lass mich doch los und ich sag dir, warum ich hier bin. Es hat keinen Sinn, deinen Vater zu verteidigen. Sein Schicksal steht fest. Aber du weißt, wer an allem schuld ist. Ich komme nicht dran an Odin. Und ich brauche es nicht. Ragnarök holt ihn. Ja? Und ich sag dir jetzt, er war in Midgard. Er kam zu uns. Bot uns Frieden, wenn wir ihn nicht bekämpfen.
Sagt Ragnarök, sei abgewendet. Er lügt. Kann sein. Aber laut Groas Prophezeiung hängt alles von einer Armee Riesen ab. Die Riesen warten auf den Krieg in Jötunheim. Nein, ich war dort. Da ist keine Armee. Nicht mal ein Riese. Nur ich. Du. In Jötunheim erfuhren wir es. Mutter war die letzte Hüterin unseres Volkes in Midgard. Und das ist noch nicht alles. Die Riesen haben Prophezeiungen über mich. Sie kennen mich als Loki. Ich glaube, ich soll helfen, Odin aufzuhalten. Irgendwie. Aber da alle Riesen tot sind und du nicht kämpfst, hat er schon gewonnen. Arbeiten wir doch zusammen. Du kannst wieder kämpfen. Davon bin ich weit entfernt. Na schön. Schon gut. Aber wir fanden Tyr. Du könntest... Ja. Wir befreiten ihn aus Svartalfheim. Unmöglich. Die neuen Welten sind geschlossen. Für alle. Nein. Wir öffneten den Weg. Wir wissen nur nicht, was jetzt. Aber wenn wir uns alle verbünden... Genug. Genug! Ja, die ist nicht mehr ganz richtig. Die ist nicht mehr ganz richtig im Kopf. Geh und komm nicht zurück. Geh, bevor ich mich besinne. Erwarte nicht dieselbe Gnade für deinen Vater. Wie die Ranken als Mauer aufbaut. Ja, die haben alle an einer Klatsche. Von diesen ewigen Verlusten. Das ist echt krass. Ist sie jetzt gedespawnt? Das kann man nicht sehen, ne? Würde mich mal richtig interessieren. Ne, die sitzt da. Da sieht man die. Naja. Was willst du machen?